Hallo und herzlich willkommen zu... Ja, eigentlich wollte ich neu starten mit einem Spiel und habe mal den alten Spielstand, der über ein Jahr alt ist, geöffnet. Das Ganze nennt sich Factory Town und wir fliegen einfach mal über unsere wunderschöne Stadt hier herüber, die wir in der ersten Staffel gebaut haben und werden gleich quasi einfach mal versuchen, was gibt es alles Neues in Factory Town seit einem Jahr. Ich habe nachgeguckt, das letzte Mal habe ich gespielt im Dezember 2019. Das heißt, es ist mehr als ein Jahr her. So, wir werden hier mal, speichere das Ganze mal. Das macht mich nicht weiter schlimm. Das waren 94 Folgen, die wir dort gespielt haben auf dieser Karte und haben sehr viel umgebaut und hin und her gebaut und sehr interessante Dinge alles kennengelernt und natürlich auch viele Änderungen miterlebt. Und ein kurzes vorweg, dieses kann natürlich auch ein Beispiel sein, wie Early Access geht, dass die Spielstände erhalten bleiben. Also nee, weiterspielen wollten wir nicht, wir wollten verlassen, nicht speichern und wollen ein neues Spiel machen. Und es gibt jetzt eine Kampagne und genau diese werden wir auch spielen. Und da werden wir die Kampagne durchspielen für Level 1 bis, mal gucken, wie weit wir kommen, wie lange es uns bei der Stange hält, wie lange wir dabei bleiben. Dort fliegen wir zu unserem ersten Gebäude und ja, unserem Dorfzentrum und drei weiteren Häusern. Ein paar Siedler haben ein kleines Dorf in der Wildnis gegründet. Hilf ihnen, zu einer großen Stadt zu wachsen, indem du Ressourcen sammelst, nützliche Gegenstände herstellst und Gebäude baust. Level 1, ich weiß noch nicht, was Level 1 zur Bedingung hat, um zu gewinnen, aber wir sollen auf jeden Fall erstmal Holz lagern und beziehungsweise war das so? So war das. Alles klar. So, dann müssen jetzt zwei schon mal hier am Holz machen sein, damit wir ein bisschen Holz bekommen. Genau. Mit Linksklick kann man den Arbeiter beschäftigen. Hier, der wird uns erstmal ein paar Waren besorgen, damit wir dann ein bisschen Nahrung kriegen. Und du kannst hier mal die Kartoffeln aus der Erde ziehen. Moment. So. Und du kannst hier mal ein paar Steine klopfen gehen. Ah, das war wieder falsch geklickt. So. Muss mir erst wieder dran gewöhnen, wie man hier zu klicken hat. So. Baue ein Haus. Häuser können erhöhen das Bevölkerungslimit, je mehr Arbeiter eingestellt werden. Öffne das Menü. Bauen. Wähle Gebäude. Wähle Wohnhaus. Drücke Linksklick, um das Haus zu platzieren. Wir können auch hier unten draufklicken auf unsere Actionleiste. Aber wir können natürlich Menü B. Wähle Gebäude. Wähle Wohnhaus. Und platziere das Gebäude. Wir müssen natürlich dann hier einen Straßenzugang haben. Und das sieht ja hier schon aus, als wenn da mal irgendwie ein Haus hingehört hätte oder sowas, ne? Wenn wir jetzt rotieren, können wir das so? Nee, das sieht gar nicht mal so cool aus. Das da oben hinstellen oder? Ach, nee, komm, ich nenne es hier dann. Oh nee, das brauchst du. Platz links und rechts. Ah, das ist wahrscheinlich, wenn es dann noch ausgebaut werden soll. Gut, haben wir ein weiteres Wohnhaus, welches dann mit Arbeiter bevölkert werden kann. Unsere momentane Grenze sind 5 von 12 Arbeitern, 4 von 4 Häusern, Stufe 1 haben wir 25 Level Münzen. Wir brauchen eine Menge Arbeiter zum Sammeln und Transportieren von Ressourcen. Öffne das Menü Bauen, wähle Arbeiter, setze daher zwei neue Arbeiter in der Nähe deines Hauses. Also wir können auch hier unten wieder, ne, auf der Actionleiste, da haben wir es ja hier, da können wir auch einnehmen, ne, können ihn einfach hier hinsetzen, zack, dann ist der da. Okay, wir sollen eigentlich zwei setzen, hat er gesagt. Aber man kann natürlich auch über B gehen und dann auf Arbeiter gehen. Dann hat man jeden Arbeiter. Dann sieht man, man muss dann gelbe Münzen aufwenden und ein Bevölkerungslimit. Und dann kriegt man einen Arbeiter hinzu. Und den können wir natürlich jetzt auch mal anweisen, dass er hier vielleicht eventuell ein bisschen... Lass den mal ruhig hier ein bisschen das hier besorgen. Und du ziehst hier immer noch ein paar Kartoffeln aus der Erde. So. Gut. Münzen sind notwendig, damit deine Stadt wächst und läuft. Eine Möglichkeit, sie zu erhalten, ist, Häuser mit Waren zu versorgen. Klicke links auf einen Arbeiter und rechtsklick auf Getreide, Obst oder Gemüse und dann rechtsklick und ziehe es auf ein Haus, um es dorthin zu liefern. Jetzt habe ich natürlich keinen Arbeiter mehr. Ich hole mir mal noch einen neuen. So, diesen Arbeiter, den kann ich jetzt sagen, geh mal hier zum Obst und liefere das mal da zu dem Haus hin. Dann nimmt ihr das Obst. Und liefert hier dieses Haus, beliefert dieses Haus mit Obst. Wenn dieses Haus Obst bekommt, dann sind die Bürger ein bisschen glücklicher.
Zack, da Obst rein. Und die zahlen mir pro geliefertes Obst halt 2 Goldtaler, also diese Goldmünzen. Sehr schön. So, das haben wir auch geschafft. Öffne das Baumenü, wähle Pfad, wähle Gehweg und klicke uns hier einen Pfad um die Routen deiner Arbeiter. Besonders einen Gehweg bauen, also B, Pfad. Machen wir hier einfach mal so einen Weg hin, damit er da schneller laufen kann. So, kann er schneller den Stein hier reinbringen. Sammle 5 Steine, öffne Bauenmenü, wähle Gebäude, wähle Sägewerk und drücke links, um das Gebäude zu platzieren. Also wir sollen jetzt ein Sägewerk bauen. So, Gebäude, Sägewerk. Und das stellt man natürlich in die Nähe eines Waldes. Das ist natürlich irgendwie da ganz logisch, ne? Zack, und dann steht hier nämlich ein Sägewerk. Und dann machen wir da einen Haken dran, ne? Hinweis, Produktionsgebäude belegen Bevölkerungsplätze. Wenn der Bevölkerungslimit erreicht ist, müssen mehr Häuser gebaut werden oder Arbeiter entlassen werden. Also, so ein Gebäude kostet auch immer Bevölkerungslimit. Wir sind jetzt bei 9 von 12. So. Wähle Sägewerk, wähle Rezept-Button und wähle das Rezept-Bretter aus. Rezept wählen. Nee, Bretter soll man machen. So. Bringe genug Holz in das Sägewerk, um ein Brett herzustellen. Linksklick auf einen Arbeiter, hier diesen zum Beispiel, der jetzt dahin läuft, der läuft jetzt dann dahin. Und macht den dort Bretter drin. Zack. Da wird das erste Holz schon hingeliefert. Ich weiß gar nicht, wie viel er braucht. Nochmal Holz und dann macht er hier unten Bretter. Klick, dann haben wir ein Brett hergestellt. Man kann übrigens mehrere Rezepte gleichzeitig hier laufen lassen. Das geht auch. So, bringe die Bretter aus dem Sägewerk zu deiner Basis, damit sie zur Verfügung stehen. Linksklick auf einen Arbeiter und fahre mit dem Maus über das Sägewerk und dann, um dessen Inventar anzusehen. Rechtsklick auf das Brettersymbol und deine Basis. So, wieder einen Arbeiter hier mal ganz kurz von der Arbeit abhalten. Wir nehmen hier den Kartoffelpflücker. Der liefert erstmal kurz hier ab. Komm mal her. So. Und dann gehst du hier hin und dann haben wir hier das Inventar bzw. von der Fabrik und sehen hier Bretter rein und das raus. Das kann dir dann in die Basis bringen. Zack, da war kurz ein Speichern. Und jetzt holt er hier die Bretter raus aus dem Inventar und liefert die hier hin. Gut. Häuser können verbessert werden, um das Bevölkerungslimit zu erhöhen. Wähle ein Haus und drücke auf die Schaltfläche Haus verbessern, wenn genug Ressourcen vorhanden sind. Nehmen wir dieses Haus hier mal. Haus verbessern sind 5 Bretter brauchen wir dafür und 20 Gold und dann können wir das Haus verbessern. Wir haben 48 Gold schon. So, theoretisch könnte ich eigentlich... Ach, ich könnte das hier sogar schon verbessern. Das würde ich mir jetzt erstmal noch nicht verbessern. Das ist sozusagen meine Hauptbasis. Da kommen wir dann später noch dazu wahrscheinlich oder müssen wir den nächsten Schritt machen. Aber hier, du Apfelträger, geh mal von hier nach da. Noch Äpfel zu nehmen da hinten. Apfel nach da. So, jetzt sehen wir wieder so ein Kartoffelheini. Kartoffeln da. So, dann bringen wir hier nämlich schon. Jetzt kriegen wir schon Apfel und Kartoffel hier hin. So, die kriegen 2x Äpfel geliefert. So, einmal. Einmal Apfel, einmal Kartoffel. Ach, die bringen das immer abwechselnd zu den Häusern hin. Alles klar, okay, gut. Ach, dann brauche ich da gar nicht so viel, bis das Lager vom Haus voll ist, ne? Alles klar. Gut, aber wir können jetzt hier ein Haus verbessern. Zack, dann haben wir ein Haus verbessert. Sollen wir ja auch machen. Für die Quest. So, die Basis kann aufgerüstet werden, um dein Hauslimit sowie deine Lagerkapazitäten zu erhöhen. Wähle die Basis, drücke Schaltfläche Haus verbessern, wenn genug Ressourcen vorhanden sind. Basis wählen, verbessern, zack, Haus Maximum erhöht um 4, das heißt wir können jetzt 8 Häuser bauen. Sehr schön, neues Gebäude freigeschaltet, die Kornmühle, neues Gebäude freigeschaltet, Lebensmittelmarkt, neues Gebäude freigeschaltet, Schule. So, was soll man denn jetzt machen? Die Basis haben wir erhöht. Märkte sind ein weiterer Weg, Münzen zu verdienen. Der Lebensmittelmarkt verkauft eine Reihe von essbaren Waren höherer Qualität. Was? Waren. Waren höherer Qualität und sind wertvoller. Alles klar. Öffne das Baumenü B, wähle Gebäude, wähle Lebensmittelmarkt. Hinweis, das Platzieren von Märkten nahe den Häusern oder der Verbindung
von Straßen erhöht die Nachfrage und erlaubt dir, Münzen schneller zu verdienen. Hinweis, du kannst auch das Bewegungswerkzeug M benutzen, um die Gebäude, die du bereits gebaut hast, zu verschieben. So, heißt also, wir können jetzt mal ganz kurz gucken, wo wir den Markt am günstigsten hinstellen können und hier vielleicht eventuell ein paar Gebäude dafür verschieben. Lebensmittelmarkt hätten wir hier. Da sieht man, dass der sozusagen so ein Einzugsgebiet hat. Muss der da freistehen oder warum ist der überall rot? Oder habe ich dich zu teuer? Bringe mehr Rohstoff in die Basis oder in einem Lagergebäude unter. Was brauche ich denn für den Markt? Was kostet der denn? Der kostet 10 Bretter. Ich habe nur 9. Ja, das ist ja nicht schön. So, ich würde sagen, wir könnten hier denn den Markt hinstellen. Eigentlich genau auf diese Ecke. Dann müssen wir dieses Häuschen da verschieben. Oder nee, müssen wir gar nicht verschieben. Aber dann ist hier sozusagen der Markt. Und dann werden wir jetzt den Leuten sagen, die jetzt den Häusern das bringen. Also erstmal machen wir hier mit dem M-Tool. Nehmen wir dieses Haus und schieben das mal hier direkt nebenhin. Bin ich hin, da? Warte, da bist du noch in dem Markt mit drin. Ganz gut aus. Wir machen da mal ein bisschen Platz hier um den Markt herum. Erstmal das Häuschen ganz kurz mal versetzen hier. So, dann den Gehweg bitte versetzen. So. Dann bauen wir hier erstmal Gehweg drumherum. Und den schönen Lebensmittelmarkt. Da keinen hin. Übrigens, Rechtsklick ist dann, ne? Kann man den Weg wieder wegmachen. So, machen wir hier ein bisschen Gehweg erstmal weg. Dann drücken wir die M-Taste wieder. Mal das Bewegungstool. Oh, habe ich jetzt gemacht? M. So. Rotaten und rotieren, dass wir hier so an diesen Markt denn da so dran. Zack. Sieht das schon mal ganz gut aus. Nee, da sieht es gar nicht gut aus. Da sieht es besser aus, weil hier die Straße dran vorgehen. Dann kommst du hier hin. So, du kommst. Kommst dahin und du kommst dahin. So, dann haben wir hier jetzt schon mal schön um den Markt herum. Der hat ein Einzugsgebäude von 4 Häusern. Und jetzt können wir hier mal ganz kurz diese ganze Bagage, die hier rumrennt, ganz kurz wohin schicken. Nicht mehr allzu viel zu tun hat. So, dann gehst du erstmal dahin und lädst das da ab. Du lädst das da ab. So, dann hat der Markt erst ein bisschen was. So, jetzt geht dahin und bringst das dahin. Du gehst dahin und bringst das dahin und bringst das dahin. Und du gehst dahin und bringst das dahin. So, dann müssen jetzt 3 verschiedene Lebensmittelsorten hier ankommen. Getreide, die Kartoffel und der Apfel. Verbunden mit 4 Häusern und die bringen dann Zufriedenheit, wenn alle Bewohner in der Nähe versorgt sind damit. Und hier sehen wir schon in dem Bildschirm bei dem Getreide, neben dem Getreide-Symbol, dem kleinen, ist auch so ein kleines Säckel abgebildet, welches dann ein besseres Werkzeug bringt. So, gut, jetzt haben wir erstmal das abgeschlossen. Eine Kornmühle, Mahlergetreide zum Mehl, welches zu teurer verkauft werden kann und Bestandteil vieler anderer Waren ist. Öffne das Baumenü B, Gebäude, Kornmühle, drücke Linksklick. Also jetzt machen wir das Baumenü. Und jetzt brauchen wir eine Kornmühle, die wir hier dann in die Nähe platzieren erstmal. Oder wir nehmen die mal hier in die Nähe von dem Teil, ne? Da wo quasi, kann ich denn dann da noch eine Straße durchziehen, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach mal, wir gucken mal. Achso, nee, das ist die Ausgabe, ne? Das Ding muss ich eigentlich rotieren. Mal drück mal M. Muss ich eigentlich rotieren. So, das ist ja die Ausgabe. Das wird später noch wichtig werden. So, du kannst Mehl produzieren, verkaufst am Markt, um eine Menge Münzen zu bekommen. So, jetzt hole ich erstmal dich hier. Dich hole ich erstmal hierher. Dann muss M. So, und du beide dahin. So. Und dann wählen wir hier das Rezept Mehl. So, der muss ein bisschen Getreide abliefern. Dann machen wir hier Mehl. Und dann müssen wir das Mehl noch transportieren. Und da würde ich dann sagen, hör du mal auf Holz zu transportieren. Liefer das mal noch mal ganz kurz da ab. So. Und dann gehst du hier hinten hin und holst dir das Mehl und bringst das an den Markt. So, dann haben wir nämlich auch ein hochwertigeres Produkt noch mit am Markt.
Kann ich das? Dann kann ich das. Welches mir Zufriedenheit bringt und ähnliches. Und natürlich 4 Goldmünzen. Sehr schön. Und das ist immer gut. 4 Münzen sind besser als keine Münze. Wir haben auch schon über 200 Münzen. Die Münzen, die wären doch wichtig. Gebäudearbeiter hinzufügen. Du kannst bestehenden Gebäude zusätzliche Arbeiter zuweisen. Dieses beschleunigt die Produktion. Du kannst die Arbeiter jederzeit erhöhen und verringern. Wähle ein beliebiges Produktionsgebäude, drücke auf die Taste Plus, um auf dem Arbeiterabschnitt und einen Einsatzarbeiter zum Gebäude hinzufügen. Alles klar. Also wir können jetzt hier mit dem Plus einfach sagen, da sollen jetzt 2 Leute arbeiten. Kostet uns natürlich Bevölkerungslimit, aber die Geschwindigkeit ist dadurch erhöht. Was jetzt natürlich eigentlich nur zum Nachteil hat, weil ich brauche mehr Getreide eigentlich. Das heißt, ich müsste mir jetzt eigentlich wieder einen, wo sind die Leistungslinien, kommt da? Einen People einstellen, der jetzt eigentlich hier nochmal schnell Getreide mit dahin bringt. So, dann haben wir nämlich hier mehr Getreide, dann kann der kontinuierlich durchproduzieren und der kann kontinuierlich das Mehl hier zum Markt bringen. Ich weiß gar nicht, momentan sieht man nicht, dass das hier am Lager irgendwo eine Lagerkapazität, also das ist das, was da angeliefert wird, wird instant anscheinend auch verkauft. Wir könnten hier noch ein paar Häuschen bauen. Einfach der Einfachheit halber, ne? Mal hier noch ein Häuschen hingestellt. Da noch eins hingestellt. So, dann müsste ja eigentlich der Weg noch da durchgehen hier. So, können wir hier schön Wege machen. Den bräuchte ich jetzt erstmal nicht. So, dann können wir hier nochmal einen schönen Weg machen. Da nochmal einen schönen Weg. Und schon sieht das hier ganz schicki aus. Und dann können wir hier auf die Ecken noch ein Häuser hinsetzen. Und dann haben wir, glaube ich, 8 Häuser angeschlossen an diesen einen Markt. Und das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier 8 Häuser, die Geld verdienen, die Zufriedenheit erzeugen und die uns Münzen bringen. Gut, du kannst zusätzliche Arbeiter, das haben wir gemacht. Okay. In der Schule lassen viele neue Gebäude und Technologien erforschen. Öffne das Baumenü, wähle Gebäude, Schule. Wir sollen eine Schule bauen, das ist das hier unten, das ist ein rotes Gebäude. So, das stellen wir jetzt natürlich erstmal ans Dorfzentrum hier hin. Und jetzt können wir dort, nehme ich mal an, das Sägewerk kann nun Papier herstellen. Dies erfordert Wasser. Stelle einen Arbeiter an, der Wasser, was, Wasser zu liefern oder baue das Sägewerk am Wasser, um es automatisch zu beliefern. So, jetzt ist natürlich hier dieses Sägewerk, ne? Das haben wir jetzt da hingestellt. Wenn wir jetzt M drücken und dieses Sägewerk hier hinten bedienen, dann sollte eigentlich beim Rezept Papier automatisch Wasser vorhanden sein, weil es am Wasser steht. So, und dann kommt da nämlich auch Papier rauf. Dann müssen wir den Typi, der eigentlich Bretter bringt, der hat jetzt hier auch Papier. Ja, müssen wir das Papier dann nochmal wegbringen. Papier müssen wir natürlich hier hinbringen. Also wir müssen sowieso, ja, Häuser haben wir ja gebaut. Wir haben ein bisschen Platz. So, die Schule benötigt eine Menge Papier und Münzen, um arbeiten zu kommen. Wähle die Schule aus, drücke auf ein Rezept wählen, die Fläche mit Forschung, bring das Papier zur Schule, um die Forschung voranzutreiben. Münzen werden automatisch aus deinem Inventar benutzt. Lass in der Forschung genug Zeit, um einen Abschluss zu machen. Wir sollen die erste Forschung wählen. Rezept, da haben wir hier eine Holzverarbeitung, die uns dann erlaubt, dass wir ein Lager bauen, Kisten bauen, eine Werkstatt bauen, eine Rutsche und einen Wagen bauen können. Und wir haben die Steinmetzarbeit, wo wir dann den Steinmetz kriegen, den Backsteinblocks, den gerahmten Steinblock, den Ziegelstein, die Backsteinsäule, die gerahmte Steinsäule, die Ziegelsteinsäule, eine Backsteinplattform, gerahmte Gottes Willen und eine Backsteinrampe. Wir können mal Backsteinmauern setzen. Interessant, interessant. Aber ich bin erstmal für die Holzverarbeitung. Und jetzt müssen wir hier dem Kameraden, dem muss ich jetzt eigentlich sagen, Papier dahin liefern. Dann müsste jetzt eigentlich hier mit dem Papier, was in dem Lager ist, da immer hin und her laufen. Und ja, dann kann er dort Papier quasi anbieten. Und wir sehen hier bei der Forschung 2 von 100. Das heißt, wir brauchen 100 mal Papier. Ich würde sagen, wir beschleunigen hier mal die Arbeit und holen uns noch 1, 2, 3 Arbeiter, die wir alle einfach hier in den Wald schicken und dann Holz holen lassen. Sieht lustig aus, funktioniert aber trotzdem. Und dann kriegt er nämlich immer genügend Holz hier, um Papier herzustellen und eventuell auch mal ab und zu noch ein Brett nebenbei zu produzieren. Könnte man jetzt ausschalten oder wir könnten noch ein zweites Sägewerk bauen. Je nachdem, wie es uns belieben, aber so können wir natürlich nach und nach unsere Wirtschaft hier vergrößern. So, hier sehen wir schon im Markt
keine weiteren Waren vorhanden im Lebensmittelmarkt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier kann. Ich glaube, ich auch Baumaterialien drin verkaufen. Die gemischt waren, wollen sie auch nicht. Hier hätten wir Marmelade zum Beispiel. Okay, also da. Gourmetwaren, Marmelade. Kann ich gar nicht herstellen, brauche ich Zucker für. So, und hier hätten wir noch Smoothies unten, also Säfte unten, die wir dann hier hinbringen können. Und natürlich auch noch Wein. Die Birne an sich und ein Möhrchen. Und wir können ja mal ganz kurz mal rauszoomen hier. Die Karte, die bietet uns hier noch einiges. Sie ist auch zumindest schon mal komplett aufgeklärt. Das war früher nicht der Fall. Oder das ist halt eben bloß in der Kampagne so. Und hier haben wir zum Beispiel die Beeren, die wir da noch hinliefern könnten. Und da könnte man jetzt auch zwei Leute hinschicken, die hier Beeren holen, dahin. Hier hätten wir Äpfel noch, okay. Da hätten wir Möhrchen. Müssen auch ein paar sammeln, hier sind auch noch ein paar Beeren. Also wir hätten durchaus Möglichkeiten, hier noch mehr Zufriedenheit herzustellen. Denn die Zufriedenheit hat auch einen kleinen Effekt. Die macht nämlich den Produktionsbonus besser. Also das heißt, dann produzieren die Gebäude schneller. Das sieht man dann auch, wenn man hier jetzt mal drüber hält, über diesen Prozenten. Sieht man, das verbundene Wasserfläche bringt 40. Das ist auch schon mal gut. Zufriedenheit bringt plus 20%. Und natürlich die extra Arbeiter bringen nochmal 50%. Drauf, deswegen hat die hier eine Geschwindigkeit von 180%. Wasser, hier 20 Stück. Lager, 20. Holzbalken sind auch am Lager. Das heißt also, wir haben jetzt eigentlich ein paar zu viel Holzbalkenträger hier. Die müssen wir dann mal, sagen wir mal, ja, Moment, du, hier, lad das mal da ab. Und dann kannst du da mal ein paar Holzbalken hinbringen. So, ich kann ja mal eigentlich ganz kurz, kann ich ja nicht in mein Lager gucken? Mein Lager bestellen? Okay, oder? Nee, das ist die Warenversorgung. Na gut, wir gucken mal. Ach, hier oben, da oben ist jetzt Basis 2 Inventar. 16 mal Holzbalken, 188, 89 Steine hat er schon geholt. 38 Äpfel, 54, komm, ich hab 29 Bretter. Und 54 Kartoffeln sind im Lager. Gut, das soll es erstmal gewesen sein für die erste Folge in der zweiten Staffel, wo wir hier unsere neue Siedlung oder wo wir die Kampagne ein wenig spielen wollen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und ich würde mich riesig darüber freuen, was wir nächstes Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.